Hallo Helga, hallo ihr Lieben da draußen. Heute sprechen wir über das tolle Thema Fake-Webseiten. Wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit eine eigene Rubrik im Forum, wo wir die Fake-Webseiten katalogisieren. Das fängt ja an über Lieferfirmen, Transportfirmen, Maschinenteile müssen gekauft werden. Und ganz aktuell und vermehrt treten die Fake-Banken auf. Sag uns mal, was hat es damit auf sich? Ja, also einmal, um dem Opfer zu zeigen, hier, ich bin echt, ich habe eine eigene Firma. Oder um ihre Geschichte zu untermauern. Das beginnt gerade mit den Fake-Banken, ist ja ganz häufig, ist es so, dass man der Frau zeigen will, guck mal, ich habe Vertrauen zu dir. Das heißt, er hat eine Geschichte, er sitzt zum Beispiel in der Türkei und sagt dann zu ihr, du Schatz, ich habe ein Problem, ich muss ganz dringend eine Überweisung machen, aber meine Internetverbindung ist so schlecht, kannst du mir Gefallen tun und kannst du dich in meiner Bank, auf meiner Bankseite einloggen und diese Überweisung für mich tätigen? So, da denken die ersten, die Frauen, um Gottes Willen, ne, also was hat er für ein Vertrauen zu mir? Weil ich persönlich würde ja niemandem meine Bankdaten geben. So, er schickt dir dann den Link. Zu dieser Bankseite, die Zugangsdaten, die wie bei uns sind, also Nutzername und Passwort. Und dann loggt die Frau sich ein und sieht dort die Bankseite. So wie wir das kennen von unserem Online-Banking, sehe ich den Kontostand, was er an Guthaben drauf hat. Ich sehe Abbuchungen davon. Und dann denken die, oh Gott, ne, der hat ja richtig Geld. Sind dann mal eben so 540.000, 700.000, 1 Million auf dem Konto. Da habe ich ja das Gefühl, ich habe eine gute Partie. Ne? Und dann gibt er mir die Daten, die ich eingeben muss für die Überweisung. Dann gehe ich auf Überweisung, führe die Überweisung aus, bekomme dann von ihnen einen TAN. Ja, wie bei unserem Banking ja auch, gebe diesen TAN ein und ich sehe, wie das Geld abgezogen wird vom Guthaben, wie bei uns ja auch. Man sieht ja auf dem Konto gleich, es geht runter. Dann mache ich noch einen Screenshot, weil er das von mir verlangt. Warum macht er das? Ganz einfach, er möchte mich ja darauf hinweisen, wie viel Geld er hat. Ja, damit ich das auch wirklich sehe, wie viel Guthaben er hat, mache ich diesen Screenshot, den leite ich dann an ihn weiter und dann bin ich damit ja fertig. So, und dann passiert aber Folgendes, dass er dann anschließend sagt, oh Schatz, ich habe ein ganz großes Problem, die Bank hat mein Konto gesperrt. Ich kann nicht mehr mit meiner EC-Karte bezahlen, nicht mehr mit meiner Kreditkarte. Weil die Bank von 2 Ländern darauf zugegriffen worden ist. Somit hat er sie ja schon in den Fängen. Ich habe mir das mal rausgesucht, vor noch nicht allzu langer Zeit mit dieser Rubrik angefangen und haben so circa 200 Fake-Webseiten. Ja. Wie erkenne ich, dass es sich um eine Fake-Webseite handelt? Also im ersten Moment erkennt man das so von außen gar nicht. Also ein Laie, der nicht weiß, wo ich drauf achten muss, erkennt das gar nicht. Auch bei den Online-Banking-Seiten, das kann man gar nicht erkennen. Man muss sie dann schon richtig untersuchen. Da gibt es dann ein Programm, eine Online-Seite, die nennt sich Whois, also who.is. Auf dieser Seite gebe ich die URL der Webseite ein. Ja? Und dieses Programm sagt mir dann, wann wurde die Seite erstellt,
Ja, wann wurde sie geupdatet, also wann neues Update gemacht und wie lange ist sie überhaupt bezahlt? Dann kann ich daraus sehen, wo ist sie registriert. So, und dann sind so die Punkte, wenn ich sehe, aha, die ist erst vor einem Jahr aufgelegt worden oder vor einem halben Jahr die Seite und ist erst vor einem Monat oder vor ein paar Wochen neu geupdatet worden, weil da sind die Daten dann von mir reingegeben, damit ich das sehe, was er möchte, dass ich sehe. Und dann ist diese Webseite auch noch in Panama oder in Island registriert. Dann weiß ich schon hundertprozentig, das ist ein Fake. Ne? Also die Anzeichen, die Seite ist ganz neu, ja, die ist schon ein Zeichen, es ist nur für das Opfer gemacht worden oder die ist geupdatet worden, gerade kurz vorher. Es ist ein Zeichen fürs Opfer. Und Reykjavik und Panama ist ja bekannt, sind also die Staaten, wo diese Fake-Webseiten auch registriert werden. Natürlich habe ich auch mal wieder, wie immer mal zwischendurch, eine aus Amerika dabei. Aber auch hier sind die Zeichen, dass sie erst vor kurzem aufgelegt sind, zu erkennen. Ja? Ja, diese 200 Fake-Webseiten, die wir haben, wir können ja immer nur davon reden, was wir an Daten zur Verfügung gestellt bekommen von unseren Mitgliedern. Also die Dunkelziffer, dass es noch viel, viel mehr Fake-Webseiten im Umlauf gibt da draußen, ist wahrscheinlich sehr viel höher. Was macht das Forum, wenn wir so Daten bekommen von so einer Seite? Wir lesen erstmal diese Daten aus, lesen das an und gerade die Beweise eben, die ich eben angedeutet habe mit Whois, das vermerken wir natürlich alles im Forum. Wir gucken, kann man auf Links klicken, zum Beispiel sind bei den Webseiten manchmal ist Facebook, Instagram und ähnliches verknüpft. Das aber funktioniert nicht, es ist kein Impressum vorhanden. Wir lesen alles dieses, hinterlegen wir bei uns in unserer Rubrik und melden das dann an den Hoster weiter, dort, wo die Seiten gelagert sind. Und hoffen dann, dass diese Seiten geschlossen werden. Das heißt, die Beweise des Scams dabei und dass die Beweise, dass die Seiten geschlossen werden. Funktioniert nicht immer, weil es auch Hoster gibt, die eine richterliche Verfügung haben wollen. Ne? Das sind die, die so wissen von vornherein, aha, wir sind die Hoster, die haben viele kriminelle Seiten. Ja? Aber in den meisten Fällen, es dauert zwar ein bisschen, aber dann werden sie geschlossen. Und wenn diese Seite geschlossen wird, heißt es ja im Umkehrschluss, der Scammer muss neu basteln, muss also wieder neu Geld investieren. Ja, das ist ja unser Ziel. Na, also wir können ja nicht nach Afrika und alle Leitungen kappen, das wäre ja traumhaft. Wir können aber so ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Und das tun wir natürlich, indem wir die Seiten schließen. Denn wenn er gerade ein Opfer in den Fängen hat, die seine Webseite oder die seine Online-Banking-Seite benutzt und auf einmal ist die nicht mehr vorhanden, dann fragt die ja auch, hallo, wo ist denn die Seite, warum existiert die nicht mehr? Und da muss er sich ja eine gute Geschichte einfallen lassen. Ne? Damit haben wir ja schon mal viel erreicht. Ne? So, das war es dann heute zum Thema Fake-Webseiten. Du wirst noch einige Beispiele einbringen dazu. Ja. Worauf ich aufmerksam machen möchte, was ich jedes Mal vergesse, leider ist, ihr könnt uns liken und noch besser ist, ihr abonniert uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu dem Thema Banken. Ja. Okay, also bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.